Hallo, auch erstmal von uns, vom Team Emoji Chat. Das sind zu einem Oliver, Lena, Tim und Zoe, die leider heute nicht da sein kann. Allerdings grüßen wir sie und danken für ihre Mithilfe bei dem Projekt auch. Ja, was ist Emoji Chat? Es ist ein Chat, in dem man sich hauptsächlich, also ausschließlich fast nur mit Emojis unterhält, was den Vorteil hat, es kann Sprachbarrieren überwinden, weil sich manche Menschen trauen sich halt nicht so auf Menschen zuzugehen und mit denen zu sprechen. Also ist das vielleicht eine von vielen Möglichkeiten, die man das vereinfachen kann. Und ein weiterer Vorteil ist, man achtet nicht so auf das Aussehen, weil man sieht die Person nicht und man weiß auch nicht, wo kommt sie her, sondern man achtet halt auf den Charakter. Genau, unser Projekt, das wurde ja schon gesagt, ist ein Chat. Und in diesem Chat bekommt man zufällig einen Chatpartner zugeteilt. Das heißt, man weiß wirklich nicht, mit wem man da gerade chattet. Außerdem gibt es halt vorgefertigte Fragen. Damit wollen wir halt vermeiden, dass es irgendwelche beleidigten Schimpfwörter oder sowas in die Kommunikation eingebracht werden. Und die Antwort besteht dann aus Emojis. Das heißt, man muss mit Emojis antworten. Und dann haben wir hier auch noch ein, wie das aussieht dann. Also hier zum Beispiel, also man kann da eine Frage stellen und dann wurde mit dem Emoji geantwortet. Und ich stelle zum Beispiel eine Frage, also wir haben hier verschiedene Kategorien, also zum Beispiel Freizeit und Interessen. Dann frage ich mal, liest du gerne? Und dann... Ich bin in diesem Fall der anonyme Teilnehmer, der mit ihr chattet und kann dann ein Emoji senden, allerdings auch eine Gegenfrage, zum Beispiel, was liest du? Genau, und so funktioniert das, unser Chat. Die Visualisierung der Seite haben wir mit HTML und PHP gemacht, also das, was man eben gesehen hat. Dann der Chat selber funktioniert im Hintergrund mit JavaScript. Und die Emojis und die Text-Snippets, die sind in einer Datenbank von MySQL gespeichert, mit dem wir es auch alles verwalten. Und jetzt das Thema von Jugend Hackt ist natürlich, wie kann man mit Code die Welt verbessern und was haben wir dazu beigetragen? Zum einen dient diese Kommunikationsseite dem Abbau von Vorurteilen, dass sich die Menschen offener und freundlicher begegnen können, ohne etwaige Vorurteile. Und die Kommunikation wird durch vorgefertigte Fragen und Emojis sehr stark verbessert, weil, wie schon vorher erwähnt, keine Schimpfwörter oder ähnliche beleidigende Dinge eingebaut werden können. Und dann bedanke ich mich bei Ihnen recht herzlich fürs Zuhören und das war unser Projekt.